Hallo. Dienstag, 29. März 2011, Lichtgeschwindigkeit, meine Medienlage. Zum Thema Merkel merkt nichts. Ich habe ein Interview mit Frau Merkel gesehen und sie hat gesagt, es sei doch normal in einer solchen Situation wie mit dem Unglück in Japan, dass man mal eine Sekunde innehält und mal einen Moment stoppt und still ist und sich besinnt. Und da kann ich nur sagen, das ist wohlverständlich für jemanden, der darüber nicht nachgedacht hatte. Wir haben aber das Thema schon seit 30 Jahren diskutiert und insofern haben wir die ganze Zeit gehofft, dass man das Notwendige tun kann. Wenn jetzt die Situation gekommen ist, dass man etwas tun kann, dann gibt es überhaupt kein Motiv dafür, noch eine Sekunde zu warten. Und damit komme ich zu diesem seltsamen Moderatorium, genannt Moratorium, mit Blick auf den Wahlsonntag vorgestern. Da ist ja festzustellen, dass im Grunde genommen, nachdem dieser Sonntag jetzt vorbei ist, jetzt wirklich gehandelt werden soll. Und daraufhin hat nun der Merkel-Sprecher Volker Kauder dem deutschen Volk mitgeteilt, er hielt es für schlechten Umgang. So kann man nicht miteinander umgehen, wenn man etwas für 3 Monate zum Nachdenken ausbedungen hat, Moratorium, dass man dann nach 3 Tagen bereits die Ergebnisse vorwegnehmen will. Ich kann nur sagen, wir diskutieren darüber seit 30, 40 Jahren. Man muss nichts vorwegnehmen, man weiß das. Es gibt entweder nur eines, Augen zu und durch, und das ist das, was Kanzlerin Merkel macht und was auch hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute wieder der Fall ist. Da heißt es einerseits Merkel, keine Anzeichen für eine Kabinettsumbildung. Und andererseits der Herausgeber der FAZ, Bertolt Kohler, schreibt nach dem Störfall. Etwas Idiotischeres kann man sich gar nicht vorstellen. Was meint er denn mit nach dem Störfall? Der Störfall ist noch gar nicht auf seinem Höhepunkt angekommen. Er ist überhaupt nicht zu Ende, sondern er stört. Und zwar, der hat diese Art von Weltgeschichte bereits abgeschlossen mit dem Unglück vom 11. März und es ist nicht nach dem Störfall, sondern es ist der Störfall jetzt. Und wer das nicht begriffen hat, der sollte wirklich dann mal eine Sekunde zurücktreten. Ich möchte also Folgendes sagen, die Botschaft, dass wir angeblich über etwas nachdenken und andererseits, wie ich jetzt hier kurz darstellen will, selbst mit deutschem Geld, mit Hermes-Bürgschaften, die Finanzierung solcher Anlagen in der Welt fortsetzen, ist unverantwortlich. Ich habe also in dem neuen Deutschland von gestern hier auf Seite 10, wenn ich das zeigen darf, Energiewende Fehlanzeige. Und da ist es also, es ist aufgefallen, Exportförderung für AKW läuft weiter. Was auch immer Wirtschaftsminister Brüderle vor Industriellen tatsächlich über den realen Wert des Moratoriums für die AKW-Laufzeitveränderung Verlängerung gesagt haben mag. Die reale Politik der Bundesregierung legt nahe, dass es sich wirklich um kaum mehr als eine einmalige Beruhigungspille für die Wähler in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz handelt. Sieht man vom zweifelhaften Nutzen der neu eingesetzten Kommissionen zur Prüfung der Atomenergie ab, die nach jahrzehntelangen Debatten kaum noch ein neues und tragendes Argument für den Weiterbetrieb, insbesondere der alten Siedewasserreaktoren, liefern kann, genügt ein Blick auf die Außenhandelspolitik, um Zweifel an einer ernsthaften Energiewende von Schwarz-Gelb zu wecken. Es geht um die Ereignisse in Japan zum Anlass zu nehmen, sich klar gegen die Förderung eines derart riskanten Projektes mit dem Risikoreaktor Angra 3 in Brasilien mit Hermes-Bürgschaften die brasilianische Regierung nochmal zu konsultieren. Und das findet nicht statt. Dabei ist Angra 3 gerade in den Punkten Reaktorsicherheit, Katastrophenschutz und Lagerung der radioaktiven Abfälle eine recht zweifelhafte Investition. So stammen die zu 70% bereits gelieferten Komponenten noch von 1985. Diese Konstruktion ist laut Urgewalt nicht hinreichend gegen Auswirkungen von außen, wie zum Beispiel Flugzeugabstürze, gesichert. Zudem sei vor Ort verkehrstechnisch im Katastrophenfall die Evakuierung von Betroffenen nur in einem Umkreis von 5 Kilometern um das Kraftwerk realisierbar. Die Lage der Anlage direkt an der Atlantikküste kann nach Fukushima auch nicht unbedingt beruhigen. So viel zu Frau Merkel, die nichts merkt, und ich kann nur sagen, das ist der Sturz dieser Regierung, die über etwas nachdenken muss, worüber seit Jahren sowohl wissenschaftlich wie in den Expertisenkreisen völlige Klarheit herrscht. Es gibt keine Sicherheit und das ist der Sturz dieser Regierung, und das muss ich auch nicht mehr alleine gegen
Herrn Westerwelle oder gegen Herrn Mappus oder gegen Herrn Brüderle richten, sondern dieses ist die Kanzlerin Dr. Merkel, die hier mit ihrer Weisheit definitiv am Ende ist. Und damit möchte ich hier diesen Take abschließen. Vielen Dank für den Aufruf. Ich bin übrigens hier an der Kongresshalle, Haus der Kulturen genannt, und im Hintergrund ist das Bundeskanzleramt zu sehen. Und die Windgeräusche, die ich bis jetzt vermieden habe, die müssten jetzt hier langsam kommen. Also, das ist die hintere Seite des Kanzleramts und der Reichstag im Hintergrund zu sehen. Das ist die Spree am sogenannten Spreebogen.